Tagchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der Standardsatz, den ich aber auch wirklich ernst meine. Ich wollte auch ein Halloween-Make-up machen, was nicht so aufwendig ist. Vom 1. bis 2. November tanzen ja eigentlich in Mexiko diese angemalten Toten, die aber dafür stehen, ihre Toten zu ehren. Also es ist nicht so, dass man wirklich nur trauert, sondern wer sich mit dem Hintergrund befasst, der weiß, dass dann alle, die so ein bisschen gruselig und schaurig aussehen, schon mit diesem Hintergedanken dort rumfeiern, mit der Lieblingsmusik, mit dem Lieblingsessen, mit Lieblingshobbys, alles wird so vereint in dieser Kunst, in dieser Malerei, die die Leute wiedergeben, die ihre Leute verloren haben im Leben, und gedenken an diesem Tag, in dieser Nacht auf den 2. eben für die Angehörigen, die sie natürlich unwahrscheinlich geliebt haben, jeder von uns auch. Und deswegen finde ich diesen Brauch so schön. Weil alles, was man sonst so kennt, ist immer sehr traurig. Natürlich ist man traurig, weil man Menschen verliert. Und das ist ganz klar, wer empathisch ist und wer lieben kann, der wird auch weinen und trauern. Aber ich finde, es wird dann immer so vergessen. Und dieser mexikanische Tag, der ja auch in Spanien übernommen wurde, und in verschiedenen anderen Ländern mittlerweile auch, finde ich diesen Brauch einfach sowas von süß. Und dazu Halloween, was jetzt so rum nicht so wirklich passt, aber wir feiern ja nun mal Halloween mittlerweile auch. Oder für die, die Halloween begeistert sind, verlangt von mir keine Profiarbeit. Wir wissen, irgendwas hatte ich doch probiert und ich sah aus wie Nina Hagen am Ende, so kam ich mir vor. Ich habe jetzt hier erstmal weiß, werde mir im Schnellraffer komplett mein Gesicht weißen. So, anderer witziger Punkt, brauche keine Augenbrauen heute anmalen. Ich erwarte noch Päckchen und Pakete von Hermes. Hallo! Nee, ich stelle mir das schon gerade vor. Die ganze Woche, ja, es ging schief, es ging zurück. Angeblich stimmte die Adresse nicht, dann habe ich da angerufen. Dann haben sie die Adresse nachträglich raufgesetzt, obwohl es immer noch die gleiche war. Also in einem Tag bin ich ja nicht umgezogen. Aber jetzt kommt das Paket verspätet und heute soll der Termin sein. Naja, Pech. Also ich weiß nicht, wie der nachher gucken wird, sollte es demnächst klingeln. Ich muss ja so aufmachen, weil was bleibt mir anderes übrig, ne? Mein Catrice-Puder zum Abmattieren, damit das Ganze jetzt nicht mehr so klebt. Ach du Scheiße. Na, vorhin war heute. Und zwar habe ich mir von meinem Nageltisch die Hello Kitty geholt. Da ist immer Wasser drin für diese Nagelwraps. Und, boah nee, da ist ja eine Obstfliege drin in dem Ding. So, Obstfliegen heute nicht. Einfach nur so ein bisschen Wasser für den Pinsel. Eine ganz klare Sache natürlich werde ich abgucken. Ich habe hier eine Vorlage, die mir am besten gefällt, wo ich mir denke, das ist nicht so eine große Herausforderung. Habe hier schwarz, das war von vor 2 Jahren noch so ein DM-Set. Werde hier den nehmen, den ich am wenigsten brauche. Der ist von BH Cosmetics 4, so ein Blendepinsel. Auf ein Pad schnappen. Dann kann ich den Pinsel nämlich hier immer schön trocknen, falls es zu nass wurde. Auch wieder im Schnelldurchlauf. Man sieht ja dann, welche Parts ich hier übernommen habe. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. So, dann kommt die Nase, die wir ja da nicht mehr besitzen, sondern wir simulieren jetzt diesen Nasenknochen. We'll be right back.
ja, ist doch schon schön. So, jetzt kommen wir zur nächsten Disziplin. Die Liebe, dieses Herz auf die Stirn zu machen. Mein Kolben ist im Weg. Mir juckt alles. Oh. Einfach hier so leichte Tribals reinzeichnen. Einfach. Am besten synchron. Dann kann man dann hier so schöne Lebensbänder. Lass das mal jetzt so, also in der Mitte ist immer noch dieses Herz. Also man kann auch Zacken machen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Blütenblätter zu benutzen und so ein bisschen außen am Auge lang zu setzen. Das gleiche mache ich auch wieder hier. Muss man meine Gesichtspelle festhalten. Zieht sich immer so runter. Naja doch, also auch wenn es nicht professionell ist. Ne? Ich bin ja auch, ihr wisst ja, braucht man nicht erwähnen. Aber professionell garantiert nicht. Aber manchmal ist es ja auch gerade das, was so ein Tutorial ausmacht oder so ein Spaßfaktor. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Wenn man es nicht gelernt hat, dann ist es eben laienhaft oder animateurhaft. Und dafür steht ja auch mein Kanal. Das bin einfach ich, ne? Also besser kriege ich es jetzt nicht hin. Es gibt Tage oder es gab schon Tage, wo ich es wirklich besser hinbekommen habe, weil man da einfach eine ruhigere Hand hat oder einen besseren Stift. Ich habe jetzt einen Eyeliner von Catrice genommen, muss sagen, der funktionierte aber ganz gut. Der hatte hier so eine schöne Tintmine. Das ist der Tattoo-Liner. Na super, waterproof. Ich bin begeistert. Kriegt das bestimmt nicht mehr ab nachher. Dadurch, dass nachher noch ein Lippenstift drauf kommt, mache ich erstmal diese Kieferzeichnung nur an der Seite und zum Schluss dann über den Lippenstift drüber. Was man machen kann, habe ja hier noch meinen benetzten Pinsel mit Wasser, den ich vorhin benutzt habe für die Augen. Das so ein bisschen schattieren. Doch, das klappt ganz gut. So ein bisschen nach außen, dass es nicht so hart wirkt. Nur so ganz leicht den Schatten andeuten. Können wir die Schatten auch hier gleich machen. Ende müsst ihr euch letztendlich gefallen. Ich mache mir jetzt hier so einen kleinen Kreis und ziehe mir das geschwungen einfach nach außen. Jetzt ist es wieder so eine übernommene Aktion wie bei Nägeln. Entscheide mich für einen roten Lippenstift, den muss ich noch anspitzen, von Maybelline Color Drama. Dann kann der nämlich auch schon so ein bisschen austrocknen. Ich muss den
abmattieren, damit ich mit der schwarzen Farbe rübermalen kann. Und ich finde Schwarz und Rot zum Kontrast sehr, sehr schön. Und Rot ist ja auch die Farbe der Liebe, also passt das. Ihr wisst, ich hatte ja diese Glitzer bekommen. Damit hatte ich zwei Nägel gemacht und mir so ein paar Schmuckpunkte ins Gesicht gesetzt. Das Ganze auch viel, viel freundlicher aus. Ich zoome euch mal kurz ran. So. Anmischen ist besser, dann hält das besser auf den Augenbrauen. Da habe ich gemerkt, war so eine kleine Schwierigkeit, das Ganze zu besetzen. Also habe ich mir hier jetzt gerade Glitzer gleich in diesen Tiegel gefüllt. Dass es gleich klingelt. Ich habe deswegen extra früh angefangen. Unverhofft kommt oft. Ich finde das richtig schön. Also ich weiß, es gibt jetzt Leute, die sich davor, die es nicht verstehen. Jeder hat seine eigene Moral, ist auch ganz klar. Akzeptiere ich auch. Aber der Hintergrund ist mir sehr wichtig und man kann es auch schön machen. Ne? Wir müssen uns nicht wegdenken, wie wir eigentlich aussehen. Und Skelett hat immer für viele sehr was sehr Düsteres, Böses, weil einem das irgendwie so antrainiert wird. Aber wir werden geboren und wissen eigentlich, dass wir irgendwann gehen. Und ich glaube, wenn man das verdrängt oder auch nicht zulässt und nicht wahrhaben will, natürlich am schönsten ist es, altersentsprechend oder aus Altersschwäche, ne? Ganz klar, da möchte ich jetzt keine Debatte hier anfangen oder Diskussion, aber es wird immer zu sehr, ja, als ob wir manchmal unsterblich sind, aber das sind wir nicht und deswegen möchte ich einfach oder mag ich auch diese ganzen Sachen, dass man nicht so eine Angst davor hat. Es ist nicht immer böse, wenn man aus Altersschwäche irgendwann nicht mehr kann. Der Körper gibt irgendwann auf. Im besten Fall wünscht sich jeder einzuschlafen. Ne? Aber ich finde es schön, dass es einen Tag gibt, an dem die Leute einfach nicht vergessen werden. Weil schön und gut, man hat oft irgendwo eine Grabstätte und pflegt auch das Grab im besten Fall. Manche vergessen aber einfach, dass jemand da war. Und ich finde das süß, dass da diese Altare, Mann, Miranda, ey. Wie ist denn die Mehrzahl von Altar? Von Altar? Naja, auf jeden Fall wird dann an den Straßen oder vor den Häusern wirklich die ganzen Erinnerungen aufgebaut, dass man sehen kann, mit was hatte der Mensch mal zu tun, was war sein Lieblingsessen, für viele sehr makaber, ich finde es einfach nur sehr würdigend. Ich zoome euch mal wieder ein bisschen zurück. Unten drunter trage ich einen Pullover, aber das ist hier so ein Überzieher, das passt ganz gut. Und dann habe ich von irgendwo mal so ein Haarband gekauft,
Ach, von Primark sehe ich gerade. Ich muss jetzt hier erstmal klarkommen. So, und dann kann man sich entscheiden, trägt man das Ganze offen. Auch die berühmten großen Kapuzenmützen, die ja dann wirklich so rüberkommen. Und dann ist es eigentlich auch schon egal, wie man die Haare trägt. Deswegen, jetzt wisst ihr auch, warum ich das angezogen habe. Ich liebe ja diese Kleidung. Ich denke mal, die Haare sind jetzt weniger das Problem. Man kann natürlich auch das Bändchen seitlich machen oder so dann tragen. Ganz egal, wie jemand das möchte. Mit diesen langen Tunikas oder Kapuzenmützen und dann wäre das Ganze so. Wenn jemand hierher gesprungen ist, Tachchen, herzlich willkommen. Man könnte es noch wirklich filigraner ausarbeiten, dass es wirklich ein schönes Kunstwerk ergibt. Man kann sich, wie gesagt, noch Rosen zeichnen. Das geht alles. Aber, jo, ich finde das süß. Ich überlege gerade, eine Rose zu zeichnen. Ich glaube, das haut dann bei mir nicht hin. Dafür habe ich einfach nicht diese passende Gesichtsschminke. Das wird dann wahrscheinlich aussehen wie eine Tulpe. Ist ja auch nicht schlimm. Aber mit viel Glück sieht es eben gar nicht aus wie eine Blume, wenn ich anfange zu malen. Da benutze ich dann schon Theaterschminke statt dieser herkömmlichen Tuschefarben oder Tusch, Schminke, Schminktusche. Ja, das war mein kleines Tutorial. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, wie mache ich denn jetzt mein Ende mit dem Thumbnail?